Gorchfock, das Segelschulschiff der Bundesmarine, ist ja nach 6 Jahren Reparatur wieder in See gestochen. Es waren Reparaturkosten von insgesamt 135 Millionen Euro. 135 Millionen. Ich glaube, dass nicht nur bei Germany's Next Topmodel nach dem Umstyling geweint wird. Und ich frage mich immer noch, wozu braucht eine Marine im 21. Jahrhundert ein dreimastiges Segelschiff? Was haben die denn noch? Einen Ausbildungs-Heißluftballon der Luftwaffe oder das Kavallerieregiment Annegret? Ich verstehe es nicht. Ursprünglich waren 10 Millionen Euro veranschlagt worden für die Reparatur. Es wurde dann immer teurer. Gegen die Gorchfock ist die Titanic eine Erfolgsgeschichte. Es gab eine Panne nach der anderen. Man hat 2015 einfach angefangen, das Schiff zu reparieren. Die Kosten sind dann sehr schnell hochgeklettert auf 22 Millionen, dann auf 64 Millionen. Anfang 2017 lagen sie schon bei 75 Millionen. Bis man gemerkt hat, das Einzige, was man von dem alten Kahn noch verwenden kann, das ist das Wasser im Rumpf als Basis für eine Fischsuppe. An dieser Stelle hätte man schon überlegen müssen, die Reparatur abzubrechen oder das Schiff einfach ganz neu zu bauen. Aber damals war Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin und deswegen zuständig. Ich vermute, sie hat das mit der Reparatur alles ausgerechnet auf dem Taschenrechner ihres Handys und wir wissen, ihr Handy löscht sich regelmäßig selbst. Am Ende hatte sie dann eine Kostenexplosion zu verantworten. Es waren 135 Millionen. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Gorchfock, ein Fass ohne Boden, nur dass der Boden auch noch sehr edel ist. Das Marineschulschiff Gorchfock wird möglicherweise mit illegalem Tropenholz restauriert. Das ergaben Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz. Im vergangenen Jahr seien für das Deck mehrere Tonnen Teakholz aus Myanmar bestellt worden. Teakholz? Marmor war aus, oder was? Und dann illegal aus Myanmar, einem Bürgerkriegsland. Gut, da hat wenigstens etwas auf dem Schiff Kampferfahrung. Jetzt ist die Gorchfock wieder fit und sollte gleich zu ihrer ersten Testfahrt nach Helgoland aufbrechen. Da ist sie aber nicht angekommen, weil wieder was kaputt gegangen ist. Die Gorchfock legt am Vormittag noch aus eigener Kraft ab. Dann aber müssen zwei Schlepper das Schiff ziehen. Ein Frischwasserventil im Motor ist defekt. Ja, für 135 Millionen kann man auch wirklich nicht verlangen, dass da alles problemlos läuft. Das Schiff ist dann nur bis Wilhelmshaven gekommen. Also wenn Columbus mit der Gorchfock in Richtung Amerika gesegelt wäre, den Native Americans wäre viel erspart geblieben. Bei mir zu Gast habe ich noch jemanden, der sich auskennt. Das ist Fregattenkapitänin Maike Kühl vom Bundesverteidigungsministerium. Guten Abend, Frau Kühl. Abend. Frau Kühl, Sie waren selbst Ausbilderin auf der Gorchfock. Und was sind Ihre Erinnerungen? Knochenharte Arbeit, gute Kameradschaft, exotische Länder. Mein persönlicher Höhepunkt war es, vom Achterdeck aus die Schönheit des Nils zu bewundern. Ägypten? Nein, Nils Hansen. Leutnant zu See und der schönste Mann an Bord. Was der wohl heute macht? Die Schönheit des Nils. Ich verstehe. Am besten, wir kommen gleich zum Thema. Die Sanierung der Gorchfock, ich habe es mehrfach gesagt, ein finanzielles Desaster. Es waren am Ende 135 Millionen. Na und? Die Hamburger Elbphilharmonie war noch viel teurer. Und die hat noch nie ihren Heimathafen verlassen. Darüber sollten Sie mal was machen. Haben wir. Mehrfach. Glauben Sie mir. Aber warum kommen Sie hier plötzlich mit der Elbphilharmonie? Kann es sein, dass Sie vom Versagen Ihres Ministeriums ablenken wollen? Nein, nein, ich wollte einfach mal einen neuen Blickwinkel eröffnen. Vieles stellt sich ja ganz anders dar, wenn man einfach mal die Perspektive wechselt. Für uns Menschen beispielsweise ist die Rettung des Blauwals ja absolut wünschenswert. Aber aus Krill-Perspektive erscheint dieses Problem plötzlich nicht mehr ganz so dringlich. Aus Krill-Perspektive? Krill. Die kleinen Planktonkrebse, die von Blauwalen gefressen werden. Ich verstehe, aus Krillperspektive. Worüber reden wir denn hier überhaupt? Ihr Ministerium hat Millionen an Steuergeldern verschwendet für ein marodes Segelschiff, das jetzt auch für die Erfüllung des militärischen Auftrags der Bundeswehr nicht einmal besonders nützlich ist. Nützlich? Der Herr Zivilist weiß es ja wieder ganz genau. Sie haben doch keine Ahnung! Sie öffentlich-rechtlicher Süßwasserkasper! Die Gorchfock ist ein Symbol, ein Mythos! Ja, dann ab mit ihr ins Museum! Man hat ja auch nicht Ötzi reanimiert, damit er wieder als Bergführer arbeiten kann. So. Jetzt reicht's, Ehring. Für diese Unverschämtheit machen Sie mir auf der Stelle 20 Liegestütze. Los! Nein. Doch. Nein. Runter mit Ihnen! Nein. Na gut, dann eben nicht. Leichtmatrose. Hören Sie, Ehring, dieses Schiff war jahrelang auf dem 10-Markschein. Die Gorchfock zu verschrotten, das wäre, als würde die Bundesregierung plötzlich alle 10-Markscheine abschaffen. Hat sie auch gemacht. Wir haben jetzt den Euro. Ah ja, stimmt. Dann kostet die Reparatur ja gar nicht 135 Millionen, sondern nur noch die Hälfte, also
50 Millionen. 50 ist ja gar nicht viel mehr als 40. Und mit 30 Millionen, da lägen wir ja gar nicht mehr so weit über dem ursprünglichen Kostenrahmen. Okay, ich ignoriere jetzt einfach mal alles, was Sie seit dem Wort Grillperspektive gesagt haben und fange nochmal an. Vor Beginn der Arbeiten an der Gorch Fock ist weder der Zustand des Schiffes genau untersucht worden, noch hat das Ministerium geprüft, ob eine Reparatur im Vergleich zu einem Neubau überhaupt wirtschaftlich ist. Warum? Na, aus finanziellen Gründen. Haben Sie überhaupt die geringste Ahnung, was so eine Zustandsuntersuchung kostet? Mehrere tausend Euro, Ehring, wahrscheinlich sogar Zehntausende. Und weil solche bankbüchsigen Rollmöpse wie Sie immer rumnölen, dass wir keine Steuergelder verschwenden sollen, da haben wir uns dieses Geld einfach mal gespart und frisch von der Leber weg losreparieren lassen. Aber das war ja auch wieder falsch. Anscheinend können wir euch Landratten ja überhaupt nichts recht machen. Doch, ich glaube, eine Zustandsuntersuchung vor Reparaturbeginn wäre durchaus mehrheitsfähig gewesen. Also ich hätte es begrüßt und Sie hätten Millionen sparen können. Ja, aber wir haben doch durch das illegal geschlagene Mafia-Tropenholz einiges wieder rausgeholt. Das gleicht sich doch aus, Ehring. Nein, geben Sie es doch zu. Sie haben Geld verbraten nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Ja, sehen Sie, Ehring, gerade bei einer Sintflut, da ist doch so ein schön restauriertes Segelschiff das Beste, was man haben kann. Vielen Dank, Frau Kühl. Mensch, du Nils Hansen, das war ein Leuchtturm. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.